Ihre Söhne zu Ihrer Karriere? Also meinen Kindern ist meine Karriere eigentlich ziemlich egal, weil die sind damit groß geworden, so wie andere Väter arbeiten gehen, 8 Stunden am Tag, gehe ich halt eben, fliege ich nach Mallorca, komme einen Tag später wieder, die Kinder wissen gar nicht, wann ich zu Hause bin. Also die sehen meinen Job wirklich als ganz, ganz normalen Job, nicht als was Außergewöhnliches. Okay. Woher nehmen Sie Ihre ständige gute Laune? Ich bin eigentlich ein von Grund auf gut gelaunter Mensch und ich lasse mir auch nicht auf die Laune vermiesen. Ich bin, glaube ich, geboren, einfach für gute Stimmung zu sorgen und ich lebe ein positives Leben. Ich komme mit meiner Familie super klar. Ich habe auch keinen Stress im Freundeskreis. Ich habe ganz selten mit Anwälten zu tun. Das heißt, also, ich streite mich gar nicht großartig, weil ich immer sage, das Leben ist viel zu schön, um sich zu streiten. Das stimmt. Haben Sie ein persönliches Idol? Also Idole, ja klar. Also ich bin Billy Idol-Fan. Ich habe jetzt gerade seine Autobiografie gelesen, sehr lesenswert. Das ist schon interessant, was er alles erlebt hat. Gott sei Dank habe ich das nicht erlebt, weil ich bin so ein ganz anständiger, bodenständiger Münsterländer. Also so viel Drogen, wie der genommen hat, das ganze Zelt hier nicht genommen. Aber U2 finde ich super, Bono ist ein super Frontman, macht gute Musik mit guten politischen Inhalten. Also ist schon ein Idol, ja. Okay. Aber Jürgen Drews ist auch ein Idol. Okay. In welchem Alter haben Sie damit begonnen, Musik zu... Also ich habe schon mit 12 irgendwie in der Singschar gesungen, das war aber nicht meine Musik. Und mit 15 habe ich dann meine eigene erste Musikband gehabt. Und mit 16 habe ich in der Schulband gesungen und das hat sich dann über viele Jahre so weiterentwickelt. Und sind Sie zum ersten Mal hier in Friedberg bzw. Augsburg? Nein, also ich war schon häufiger in Augsburg, eine wunderschöne Stadt, die Fuggerstadt. Die habe ich mir damals mal komplett angesehen, Stadtbesichtigung gemacht über 3 Stunden. Also für mich wirklich eine der schönsten Städte in Deutschland. Ich bin schon in Augsburg in der Stadthalle aufgetreten, ich bin aber auch in Dasing aufgetreten. Da gab es damals, oder gibt es vielleicht sogar heute noch das Tropical, keine Ahnung. Da bin ich 1999 aufgetreten, als ich die 10 nackten Friseusen hatte. Das ist irgendwie fast 20 Jahre her. Okay. Welche Projekte planen Sie in der Zukunft? Also es wird 2018, habe ich natürlich Jubiläum, ist das 20-jährige Jubiläum, Micky Krause 20 Jahre unterwegs, 20 Jahre Mallorca. Das werden wir auf jeden Fall in irgendeiner Form feiern. Ich denke, es wird ein Best-of-Album geben, aber ein besonderes Best-of-Album, weil das muss natürlich schon was Besonderes sein. Es reicht nicht einfach nur die Songs auf eine CD zu pressen, weil das kann heute dank iTunes ja jeder machen, wie er will, sucht er sich seine Setlist, Songlist so raus. Also wir gucken mal, aber es gibt einiges. Und jetzt, wie hat Ihnen der Abend bisher so gefallen? Ja, super. Also es war ein bisschen stressig für mich, weil mein Flieger hatte 50, 60 Minuten Verspätung und ich sollte eigentlich ursprünglich 2020 fliegen und wäre dann um 21.10 Uhr gelandet, dann wäre ich 22.10 Uhr, 22.30 Uhr hier gewesen. Jetzt hatten wir aber eine Stunde Verspätung und ich bin wirklich 23.15 Uhr hier angekommen und 5 Minuten später war ich auf der Bühne, weil die Veranstaltung ist ja um 12 Uhr beendet, da mussten wir schon Gas geben. Ja. Und jetzt geht es dann gleich wieder heim in den Flieger nach Mallorca? Nein, nicht nach Mallorca. Jetzt geht es erstmal wieder zum Flughafen nach München und morgen bin ich in Essen gebucht. Ja, und Sonntagmittag geht es nach Mallorca, weil wir dann das große Opening feiern. Gut, dann noch viel Spaß. Kriegen wir hin. Danke. Dankeschön. Gut.